Grüß euch Leute und Auto wieder hier und willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Assassin's Creed Black Flag. Wir waren ja das letzte Mal auf Cat Island. Ich bin jetzt mal weitergefahren zur nächsten Mission. Ich dachte zuerst, das wäre auf der gleichen Insel, war es aber nicht. Das ist auf einer kleineren Insel weiter südlich. Und ich habe auch in der Zwischenzeit die Jackdaw ein wenig verbessert. Die markanteste Verbesserung sieht man natürlich hier, die scharlachroten Segel. Und ich habe noch ein bisschen die Kanonen aufgewertet und Frachtraum und die Mannschaftsquartiere. Und ich habe für meinen Charakter selber diesen Totenkopf-Umhang gekauft. So, dann lasst uns mal treffen. Hier ist Tatch und Kit. Dann mal sehen. Auf unsere Piratenrepublik, Männer! Wir sind wohlhabend und frei und außer Reichweite von Königen, Pfaffen und Schuldeneintreibern. Fast 500 Mann bekennen sich inzwischen zur Küstenbruderschaft in Nassau. Das ist keine schlechte Zahl. Wahr. Doch mangelt es an Verteidigung. Sollte der König die Stadt angreifen, wird er uns überrennen. Dann lasst uns das Observatorium finden. Wenn es tut, was die Templer behaupten, wären wir unbesiegbar. Nicht das Gewäsch schon wieder. Camry, das sind doch nur Geschichten. Wir brauchen echte Verteidigung. Klaune Galeone, alle Kanonen auf eine Seite. Ein hübsches Schmuckstück für einen unserer Häfen. Es wird nicht einfach sein, eine spanische Galeone zu kapern. Hast du einen im Sinn? Oh ja, Sir. Ich zeige sie euch. Ist ein Seelenverkäufer. Fett und lahm. Bleibt aber nicht mehr gespannt. Okay, das weiß ich mittlerweile schon, dass Ruderboote Schnellreise zurück zum Boden, zum Schiff. Der Sektor segelt sich gut. Hast sie den Spaniern stibitzt, nicht wahr? Ei. Inmitten eines Hurrikans. Genau bevor die Silberflotte gegen die Küste gedrückt wurde. War die Fracht wirklich so wertvoll, wie alle sagen? Tausendmal mehr. Ich schätze, real im Wert von Millionen von Pfund ging an diesem Tag unter. Der Teufel liebt den Hurrikan. Vielleicht sollten wir dort einmal tauchen und schauen, was wir bergen können. In den Wracks zu tauchen wäre eine nette Abwechslung für uns. Das ohne Händlern und dergleichen Gewalt antun zu müssen. Na, welch sanftmütige Töne für einen Piraten. Komischerweise finde ich das gut. Kreuzen wir die Säbel mit dem Militär und anderen, die sich uns in den Weg stellen. Oh, der Wind dreht sich hier jetzt extrem. Macht das Segeln nicht sehr einfach. Der Wind wird immer stärker, Captain. Ah, da ist ein Schiffbrüchiger. Versuchen wir den noch mitzunehmen. Ein Sturm sieht übel aus. Von Backbord, Sir. Menschliches Treibgut auf Kurs. Ich habe schon das ungute Gefühl, dass wir da mitten wieder in einen Hurrikan reinkommen und den die Galeone in den Hurrikan bekämpfen müssen. Vorsicht, Captain! Diese Gewässer werden vom Feind bewacht! Natürlich ist sie mitten. Was ist hier? Achso, nur dieser Ort. Natürlich ist sie im Sperrgebiet. Vorsegel reffen! Lasst sie uns mal suchen. So viel Segel, wie ihr könnt! Wir reiten den Wind, so gut sie es kann! Ja, das Wetter wird immer schlechter. Leesegel einholen! Jetzt ganz vorsichtig! Man weiß nie, was man darin finden wird. Wie durch ein Glas Milch zu blicken. Macht euch nicht ins Hemd, Legos. Ah, hier habe ich sie. Okay, wir müssen sie verfolgen.
Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Da, dunkler Himmel und raue See. Ah, das wäre doch zu einfach gewesen, ein paar schöne See zu bekämpfen. Das Schiff ist ein Monster. Seht, wie groß sie ist. Ei! Und Auge in Auge halten wir nicht lange durch. Hörst du mich, Kenway? Bleib auf Distanz. Und schlagen zu, wenn es halt günstig ist. Im Schutze der Dunkelheit. Ei, dazu könnte es kommen. Ein Sturmkämpfen sieht schlimm aus. Kriegt jeden Fetzen Stoff in den Wind. Das heißt wahrscheinlich, wir müssen sie mal zuerst verfolgen. Vielleicht schlägt ein Blitz ein, so wie bei der Anfangssequenz in die große Galeone. Aber der war schon ganz knapp. Da unser Schiff anscheinend noch zu schwach ist. So, bekämpfen sich die zwei jetzt da, oder wie sieht das? Nein, tun sie nicht. Okay, die Brücke ist Stufe 17 und die Galeone ist Stufe 60. Na, Halleluja. Das wird noch interessant. Ich versuche jetzt natürlich also so oft wie möglich den Konflikten aus dem Weg zu gehen. Also wundert euch nicht, warum ich jetzt so also komisch hin und her segle. Ich habe jetzt sehr viel die Minikarte. Nach den Sichtkegeln der anderen Schiffe. Ich versuche mich doch so gut wie möglich durchzuschlängeln. Schneller als wie die Galeone, deswegen mal das See, kleinere Segel. So, und jetzt wird es schon klar. Alter Freund von dir? Ich würde ihn nicht Freund nennen. Aber wir machen das jetzt schon so lange, dass ich echten Respekt vor ihm habe. Okay. Okay, also Mörser werden jetzt kommen anscheinend zum Einsatz. Okay, also wird ein weißer Kreis im Wasser angezeigt. Gelber Kreis und dann Treffer. Okay. Oh, wenn ich hier oben der Kreis rot ist, dann nimmt der Schaden. Da, sie feuern mit Mörsern, Captain! Oh, weg. Okay, so sieht die Mörserfeuer aus. Nein. So nicht. Alle Segel, sie verdreht ab! Wow. Wo haben sie mir jetzt aber erwischt? Segelreffen raus aus der Böe! Mörser, Kenway! Weg hier. Setz jeden Zoll Segel! Weiß Segel! Alle aus der Großbergen! Charles Wayne! Auf der Flucht!
eingezogenem Schwanz. Das ist gut für uns. Dreckige Bastarde! Wir müssen uns schnell um die kümmern. Vergesst die Galeone und schickt diese Störer wieder. Okay, jetzt müssen wir sie die anderen die feindlichen Schiffe zerstören. Feuer gehen sie unter! Feuer gehen sie unter! Feuer! Hier ist noch einer. Feuer! Sind bereit, Sir! Feuer! Let's Panther auf die Jungs! Feuer! Geht euch auseinander! So, wir haben wir erwischt. Feuer! Ja, und Feuer! Sind bereit, Sir! So, noch Feuerfässer rein. Da. Da komm her. Feuer! Feindliches Feuer! Feuer gehen sie runter! Runter auf den... Komm. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten! Feuer! Feuer! So, ah, hier kann ich nochmal die Bosse rein. Sehr schön. Da kommen sie. Feuer! Und Feuer! Feuer auf den Grund! Da gehen sie unter! Segeln zu dieser Insel. Ich kenne sie. Eine natürliche Festung gehört einem Franzmann namens Ducasse. Julien Ducasse, der Templer? Der Name stimmt, wusste nicht, dass er einen Titel hat. Ich kenne den Mann. Und wenn er mein Schiff sieht, kennt er es womöglich noch aus Havanna und fragt sich vielleicht, wer sie jetzt segelt. Das ist zu riskant. Und ich will die Galeone nicht verlieren. Lass uns nachdenken. Und vielleicht warten, bis es dunkler ist, bevor wir an Bord gehen. Okay, mit schweren Kugeln versenken. Ich habe sie zwar aufgewertet, aber ich habe leider jetzt noch nicht ganz überrissen, wie ich sie einsetze. Muss ich mir später nochmal anschauen. So. Also wir müssen jetzt warten, bis es dunkler wird. Gib mir etwas wahr! So, den Schiffbrüchig nehme ich noch mit. Liegt gerade. Bring jeden fetzen Stoff in den Wind! Setz Topf, Rahm und Mautsegel! So, wo muss ich da jetzt hin? Ist hier in der Engstelle reingesägt natürlich. Alle Segel, Bewegung! Alle Segel klar zum Setzen! Durchschlängeln. Rahm- und Mastsegel fest zurren! Alles bis auf Hauptsegel reffen! Segel setzen! An Schotthorn, an die Schoten! Übler Sturm da draußen kämpfen. Der war jetzt ganz mies, der Wind. Der Wind ist der steife Brise, Captain. Ich hab's gehört. So viel Segel wie ihr könnt! So. Ich dachte jetzt, wir müssen hier direkt bei den kleinen Inseln irgendwie an Land gehen, aber es scheint doch etwas weiter entfernt zu sein. Schiffbrüchigen.
Okay, wir kommen unser Ziel schon etwas näher. Natürlich wieder in ein Sperrgebiet. Okay, Mission starten. Lassen wir uns mal überraschen, was jetzt auf uns erwartet. Gentlemen! Wie ist bei uns der Brauch seit jeher verlangt? Stürzen wir uns nicht kopflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen, sondern nur gemäß unseres gemeinsamen Wahnsinns! Unser Objekt der Begierde ist eine rar getakelte Galeone und sie wäre eine große Verstärkung für Nassau. Also stelle ich es zur Wahl. Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft Ei! Wer dagegen ist, winselt Nay. Die Berater des Königs sind sich nie so einig. Okay. So. In der Salzlake. Mal sehen, was uns erwartet. Lassen wir mal eine schöne Tempelruine. Wie hätte es anders sein sollen? Bahnen wir uns mal einen Weg durch. Was ist jetzt? Hier. Ah, hinten zweiter, okay. Hier rüber. Wow. Dramatische Zwischensequenz. Und hoch. Katzel. Kurz die Lage abchecken. Ah, hier sind nur Leguane, okay. Hab ich nichts zu fürchten. Oh, ich sehe einen Feind vom Radar. Sicherheitshalber hier im Büsch. Wo ist der Büsch zu verstecken? Hier. Das ist nicht keiner. Das ladet doch direkt ein, hinter ihnen zu klettern und ein Luftattentat auszuführen. Ach, verdammt. Muss einer sie natürlich gehen. Und den nehmen wir mit Luftattentat. Und ich. So, ich schätze mal, hier kommt keine Patrouille. Also weiter geht's. So, was nimmst du, mein Freund? Locken wir mal her.
was ist jetzt? Kommst du noch nicht? Soll ich wenigstens hier reinlocken? Na, ist auf dem Dach. Braver Soldat. Weiter geht's. Das ist Setup-mäßig ist wieder sehr schön gelungen. Ah. Okay. Schatztruhe. Oh, okay, ich habe wieder neue Schiffs-Upgrades. Und hier dann wieder den nächsten Storypunkt. Ah, hier muss ich weiter, okay. Qualitätmäßig auch. Okay, jetzt muss ich das hier. Hehe. Keine Soldaten. Komisch. Ah, okay, es gibt mehr. So. Er geht zurück. Und wir gehen mal ins Gebüsch. Nein, jetzt kommt er. Ja, zu spät. Das ist richtig. Ausgezeichnet, das ist leise. Leise. Ich hole ich mir ein paar Luftattentate. Nein. Das ging jetzt leider daneben. Aber ich hatte noch Glück, dass er mich nicht entdeckt hat. So. Sehr ein Scharfschützen. Das wird kritisch. Wie geht es jetzt am besten an? Wie komme ich überhaupt hoch zu den Scharfschützen? Machen wir drüben wahrscheinlich. Aber den erreichen, ohne dass er mich entdeckt, das wird auch eine besondere Herausforderung anscheinend. So, dass du mich siehst. Nicht. Ich nehme mich noch mit. Das Gebüsch. So, arbeiten wir uns mal langsam vor. So.
So, ihn versuche ich jetzt hier reinzulocken. Na komm. Ausgezeichnet. Nicht erschießen. Das ist gleich mit Buchen erledigen. Das ist gut. Aber jetzt hat mich der Scharfschütze entdeckt, natürlich. Auch zu dir. Na komm her. Schaut nicht. Ah, so geht's auch natürlich auch. Das war jetzt auch nicht gerade die eleganteste Lösung. Aber naja, der Zweck heiligt die Mittel, heißt es doch so schön. Interessanter. Ich versuche natürlich wieder so unbemerkt wie möglich zu bleiben. Aber so wie ich mich selber kenne, endet das sich in einer Katastrophe. So, Nummer 1 hätten wir schon mal. Ja, da ist noch einer. So, du kommst mir auch gerade recht hoch. Lieber auf Nummer sicher. Da kommt er. Komm rein. So, bis jetzt läuft es sehr gut. Oh, das sind auch wieder zwei, okay.